Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge bei mir hier auf der Fischtal. Ja, wir sitzen immer noch hier im Case drin und sind noch am Gülle ausbringen. Ich bin noch mal gefahren seit der letzten Folge und hatte noch mal aufgeladen und habe noch mal ein bisschen weiter hier die Gülle ausgebracht. Und wir sind jetzt auch jeden Moment hier fertig. Und mir ist da tatsächlich noch was eingefallen, was ich gerne mal gemacht, ja, oder was ich mal machen wollte, wozu ich aber noch bisher nie gekommen bin. Und das werden wir in dieser Folge definitiv, also wir kriegen auf jeden Fall auch gut was geschafft hin in der Folge. Und zwar sieht es so aus, mein Gedanke lag darin, dass ich jetzt erstmal zum Hof zurückfahrt, das Güllefass erstmal einparke und dann werden wir mit unserem alten Case werden wir mal zum Shop fahren, weil dort habe ich nämlich so eine kleine Ladefläche oder mir sagen dazu, das ist so eine kleine Mulde oder ja, das ist so, ja, ich weiß nicht. Oder schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr sowas nennen würdet. Mir sagen entweder, wir tun da hinten eine Mulde dran. Ich weiß, Mulde ist auch ein Anhänger. Mulde ist, ne, wissen wir ja alle. Aber es gibt auch den Ausdruck Container, wie auch immer. Ne? Also ihr werdet gleich sehen, was ich da gekauft habe. Und zwar wegen einem gewissen Punkt, dass wir was transportiert bekommen. Werden wir jetzt gleich mal schauen. Aber zunächst werden wir jetzt mal versuchen, das Güllefass jetzt mal hier irgendwie platziert zu bekommen. Warte, ich muss mich andersrum drehen. So. Weil, wenn wir das jetzt hier reinfahren, ist nämlich auch gut. Weil erstens können wir das gerade wieder voll machen und als Stellplatz dafür ist das tippitoppi. So. Na, warte. Komm, da füllen wir jetzt gerade nochmal auf. Genau. So. Abhängen. So, und dann parken wir mal den Case hier drunter. Ja, genau. Suppe. Das passt doch. Ja, aber ist doch mega, die, so wie wir jetzt hier agieren. Wir haben eine Güllefass, wir haben eine Miststreuer. Wir haben doch jetzt fast alles. So, jetzt können wir hier mal gerade hingucken. Wir haben noch 191.000 Liter Gülle. Wir haben... die Tiere, die haben auf jeden Fall genug Zeug. Wir haben Milch, 17.000 Liter. Die haben noch genug Nahrung. Gesundheit ist bei 100%. 60 Tiere haben wir. Wir haben 124.000 Liter Mist. Also, ich glaube, Leute, wir sind mit den Kühen auf einem guten Weg. So. Und was machen wir mit der Milch? Ich habe eine Idee. Komm, den fahren wir mal gerade noch schnell waschen. Ich habe eine Idee, was wir mit der Milch machen. Sollen wir die erstmal weiterverarbeiten zu Käse? Oder sollen wir, sage ich mal, uns eine Produktion kaufen, platzieren, wo wir dann die Milch in Flaschen abfüllen lassen und die dann verkaufen können. Weil, das habe ich auch mal, zumindest mal für mich mal so privat ein bisschen getestet. Ich finde die Idee ja eigentlich gar nicht so schlecht. Weil, ich gebe euch nur mal meinen Gedanken mit auf den Weg. Wenn wir die Milch haben, verarbeiten die zu Käse oder was weiß ich was weiter. Können wir machen, ist unsere eine Option. Im
echten Leben ist es ja auch so. Komm, wir fahren jetzt hier mit zum Händler, weil wir da ja dann das abholen und so. Zum echten Leben ist es ja auch. Man verkauft ja auch seine Milch. Und die wird nachher noch weiter behandelt, sage ich mal. Und die entweder, ob sie jetzt in einen Tetrapack reinkommt oder in Flaschen. Ne? Und dadurch verdient man ja auch mehr. Ne? Also man bekommt mehr Geld. Jetzt ist die Frage an euch, sollen wir das auch so machen? Heißt, wir würden uns für Summe XY eine Produktion errichten, die wir dann mit unserer Milch beliefern, die dann 1:1 in Flaschen abgefüllt wird und dann die Milch halt als Flaschenmilch gewinnbringend verkaufen. Machen wir, so ganz grob gesagt, machen wir sogar doppelt oder dreifachen Gewinn an 1000 Liter. Also, ich sag mal so, für mich gibt es da nichts schwer zu überlegen, ne? Aber ich möchte euch natürlich auch alle mit einbinden da drin, ne? Könnt mir auch da gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ne? Ich sag mal, auch wenn wir das jetzt platzieren, das Geld, das haben wir durch den doppelt oder dreifachen Gewinn natürlich auch ganz, ganz schnell wieder raus, ne? Und Milch produzieren die Kühe ja jetzt am laufenden Bande. Muss man auch mal so sagen, ne? So, und hinter hier ist das Schätzchen. Also, das ist hier so ein kleiner Container, ne? Wie gesagt, gibt es auch im Modhub, ne? Einfach da mal bei Diverses drunter schauen. Und ja, können wir jetzt mit X aufmachen. Dann klappt sich das so rum. Oder X so machen, dann ist er zu. Ist cool gemacht, muss ich schon sagen. Aber warum habe ich das jetzt gekauft? Passt auf, ich will ja was haben zum Transportieren. Die andere Sache ist, wir haben hier unsere Saatgutproduktion, die alte Betonmischmaschine, ne? So, und dafür brauchen wir ja noch gewisses, ja, Mittel, ne? Also wir brauchen dazu, hier, Saatgutbehandlung flüssig 12 Liter oder hier Saatgutbehandlung flüssig 20 Liter. So. Wir können zum Beispiel jetzt mal, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5. So, die 5 habe ich jetzt mal gekauft. Die Kammer, die sind mit bei diesem Mod mit dabei. Die kann man hier so per Hand anpacken. Ja. So. Ich will hoffen, dass meine Ladekünste jetzt nicht so schlimm aussehen. Ja. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Also da braucht ihr auch keinen starken Bauer für, ne? Also das geht doch wirklich so, so ganz, ganz gut. Ja. So, jetzt wäre natürlich noch das Beste, wenn Hiddert hier jetzt noch hier hingeht. Passt das von der Breite? Nicht ganz. Das heißt, da drehen wir jetzt ein bisschen. Dann stellen wir das so hier drauf. Machen einen Spanngurt drum. Und jetzt haben wir genau 100 Liter von diesem Saatgutbehandlung flüssig. Und damit fahren wir jetzt zum Hof. Werden das einfüllen und so produzieren wir unser eigenes Saatgut. Ne? Finde ich auch richtig gut. Dann brauchen wir das nicht kaufen. Ne?
So, die andere Frage ist, was machen wir mit dem Hafer? Ne? Und was machen wir mit dem Stroh? Wir brauchen Stroh auf jeden Fall. Ich bin mir da noch ziemlich unschlüssig. Weil ein Feld Stroh brauchen wir. Ich bin auch am Überlegen, ob mir nicht ein Feld, da wir das Stroh häckseln. Muss ich mal gucken. So. Dann nehmen wir den Spanngurt jetzt mal weg. So, und jetzt füllt er das ab. Füllt er schon mal hier rein, das ist gut. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel da wirklich reingeht. Ach so, keine freie Kapazität. Dann ist das voll. Okay, dann gehen da genauso 2 bis 3 von diesen Paketen rein. So. Das heißt, ja, 50 Liter. Tun wir die doch mal aktivieren. Läuft. So. Zum Beispiel, das müssen wir jetzt auch mal ausprobieren hier bei dem Dingen. Wenn ich das jetzt zumache, fahre jetzt hier dran, kann ich das auch überladen? Ein ja. Das ist ja cool. Ja gut, dann lassen wir das einfach mal hier stehen. So. Ist doch auch nicht schlecht. Ist doch richtig gut, finde ich. Das läuft ja. So. Des Weiteren wird man dann jetzt mal hier den Anhänger dran machen. Und die erste Fuhre Hafer. Ja, die erste Fuhre Hafer. Wofür brauchen wir Hafer? Brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können das eigentlich in unsere Produktion machen und zum Mehl und dann zu Brot. Können wir tatsächlich machen. Ja, machen wir so. Genau. So, und dann gucken wir gerade mal noch in die Produktion rein. So, dann machen wir hier. Warte mal, wo hatten wir das? Weizen. Hafer. Das machen wir auch an. Das produziert Mehl und dann produziert Mehl. Und das dann zu Brot. Das läuft. Das ist doch gut. So. So, Leute. Wie gesagt, also ich werde jetzt auf jeden Fall mal noch ein bisschen weitermachen. Ich werde das Feld erstmal hier noch abernten. Und dann werde ich noch was ausprobieren. Ich weiß aber noch nicht, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Müssen wir dann mal schauen. Sollte das funktionieren, ja, was ich mir vorstelle, weiß ich schon, was wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall machen. Dann werden wir uns mal einen Häcksler mieten und dann werden wir das Stroh nämlich häckseln und dann mal versuchen, ob wir das nicht als Silage irgendwie deklarieren können. Müssen wir mal schauen. Bin ich mir noch ziemlich unschlüssig,
Oder ob wir einfach sagen, weißt du was, das ganze Stroh, das werden wir jetzt erstmal so einsammeln, lose. Und dann ist gut. Mal schauen. Aber, Leute, wie gesagt, also wenn die Stadt auch gefallen hat hier mit dem Saatgut und so, ne, und ja, und sagt, oh, weißt du was, da gucke ich mal bei. Guck da gerne mal im Mod-Hub. Da müsst ihr bei Produktion, glaube ich, war. Da müsst ihr gucken oder sonst schaut bei Diverses oder gibt da einfach Saatgutproduktion ein. Oben rechts da in der Suchleiste. Und dann solltet ihr auf jeden Fall was finden. Ne? So, wie gesagt, ich mache jetzt mal noch hier ein bisschen was weiter. Werde noch den Hafer abernten. Und werde dann noch ein bisschen was ausprobieren. Und dann mache ich mir noch ein paar Gedanken, was mir in den nächsten Folgen definitiv machen. Was machen wir mit dem Stroh? Häckseln wir das? Fahren wir das einfach nur ein? Mal schauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne noch ein Däumchen nach oben da. Da freue ich mich drüber. Und ja, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, ihr geht weiter auf der Fischtal. Ich sage Dankeschön für das Einschalten und macht's gut. Bis dann. Tüdelü.